Telefon, wer ist das denn jetzt? Warte mal kurz, ich lass mal laufen. Ja, es ist wieder 0800, ne? Ich will erst mal hören, was da kommt, wenn ich rangehe. Hallo? Hallo, schönen guten Morgen. Mein Name ist Opa vom Bestandskundenservice der Deutsche Telekom. Sprechen Sie Agentin? Nein. Mit wem spreche ich bitte? Ich bin ein Einbrecher. Und wann kann ich mit Herrn Tommy Gibson sprechen, bitte? Wenn er wieder nach Hause kommt, aber ich nehme das Telefon gleich mit. Ich muss jetzt auch los. Tschüss. Das kannst du dir ausdenken, Alter. So, diese Scheiße geht mir so auf den Sack. Du kannst es nur noch mit Humor nehmen, ne? Was wollte ich jetzt erzählen? Oh Mann, ey. Ich hatte tatsächlich wieder recht. Es ist wieder diese Telekom-Scheiß. Ich gehe ja nicht mehr ran, wenn der 0800 am Anfang steht. Ja? Und es ist dieser Telekom-Spoof. Ja? Ich hatte das auch mal gegoogelt. Ist das hier noch? Hier, der speichert ja alles, was du so googelst. Ne? 0800, genau. Die Nummer ist 0800 000-2659. So, wenn du das googelst, kommt das erste, wirklich ein Anruf der Telekom. Und wenn du drauf, es ist von Computerbase ein Beitrag. Hallo, habe gerade eben ein, was? Achso, gerade eben habe ich einen Anruf erhalten, angeblich von der Telekom. Nummer und dann die Nummer, die ich gerade gesagt habe, ja. Man erklärte mir, dass die Telekom-Verträge ja nur noch einen Monat laufen würden und man mir aus diesem Grund ein neues Angebot unterbreiten wolle. Das war mir sehr suspekt, da ich weiß, dass mein Vertrag noch bis zum 21. bla 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 läuft und so, ja. Das wird da halt wohl dann erzählt, oder wie? Weiter steht hier dann auch noch, also in den Antworten, auch hat mich das kaum verständliche Deutsch überrascht. Da war ich mir eigentlich fast schon sicher, dass dies kein Anruf der Telekom ist. Ja, ich meine, die werden natürlich bei der Telekom nicht rassistisch sein, aber die stellen wahrscheinlich, wenn sie Ausländer einstellen, nur Leute ein, die fließend Deutsch sprechen und nicht, ja, hallo, ich habe einen neuen Vertrag von Telekom für dich oder irgendwie sowas da, was da gerade eben war. Die hatte ja auch so einen krassen Akzent, ne? Da merkst du schon, ja, Callcenter, ne? Klar, ist das ein Callcenter. Ja, sehr geil. Was? Einfach mal Google fragen, hier ist ein Link. Hier steht auch Vorsicht und dann, ja, ist aber eine andere Nummer. Ist aber eine andere Nummer. Ja, okay. So. Ja, aber egal jetzt. Ne? So, jetzt bin ich komplett raus. Was wollte ich jetzt erzählen, ey? Muss man jetzt eigentlich mal bei der Telekom anrufen und die Geschichte erzählen und sagen, ich verklage sie hiermit auf Schadenersatz, weil ich mit meinem Kumpel nicht mehr sprechen kann. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Oh Gott. Du kannst es dir einfach alles nicht mehr ausdenken.